Dortmund will Chelsea-Talent, Barca-Talent vor Leipzig-Wechsel und vier Knipser. Moin, es ist Montag. Nico, Niklas und ich waren wirklich so knapp dran an den 100.000 Euro bei vier Knipser. Ja, aber dazu später mehr. Mein Name ist Christoph und das sind die Daily News. Nur noch heute und morgen hat das Transferfenster geöffnet. Es kann noch so einiges passieren, zum Beispiel beim BVB. Da werden gleich mehrere Namen gehandelt. Einer davon ist ein Spieler, der die letzten Transferfenster eigentlich immer mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, nämlich Callum Hudson-Odoi. Da berichten gleich mehrere Medien, zum Beispiel Sky und auch der Guardian, dass die Dortmunder an einer Leihe interessiert sein sollen. Und nicht nur das, da sich Callum Hudson-Odoi bei Chelsea in dieser stark besetzten Offensive momentan nicht durchsetzen kann, ist auch er interessiert an einem Wechsel in die Bundesliga. Es gibt allerdings zwei Sachen, an denen der Wechsel scheitern könnte. Das ist zum einen die Höhe der Leihgebühr, die Chelsea für ihn haben möchte, und zum anderen die Höhe seines Gehalts. Auch jede Menge los ist in Leipzig. Ein ganz ernstes Thema scheint Moriba zu sein, 18 Jahre altes Talent vom FC Barcelona. Und wie Sky oder auch Fabrizio Romano berichten, hat der sich für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden und damit für Leipzig und gegen Tottenham. Die Ablöse liegt wohl bei rund 15 Millionen Euro, kann dann aber noch ansteigen auf 20 Millionen und das ist Geld, was die Leipziger aus einem anderen Deal wiederum einnehmen. Und zwar aus dem Deal von und mit Marcel Sabitzer. Denn der Wechsel des Österreichers zum FC Bayern München scheint wohl fix zu sein. Das berichten mehrere Medien, darunter Bild und der Kicker. 7 Jahre ist er jetzt bei Leipzig gewesen. Sein Vertrag würde allerdings am Ende der Saison auslaufen. Das heißt, er ist auch nicht mehr ganz so teuer. Bayern München müsste wohl auch 15 Millionen Euro zahlen. Apropos 15 Millionen Euro, es gibt nämlich schon einen Abgang bei den Leipzigern, der fix ist, und zwar der von Heechan Wang. Der wechselt per Laie zu den Wolves in die Premier League und die haben sich eine Kaufoption gesichert in Höhe von, richtig, 15 Millionen Euro. Muss man jetzt mal sehen, ob er bei den Wolves tatsächlich mehr Einsatzzeiten bekommt als bei den Leipzigern. Da habe ich persönlich so meine Zweifel dran. Große Aufregung gab es in Berlin rund um Verteidiger Marvin Friedrich von Union Berlin, denn es gab einige Berichte darüber, dass der vor einem Wechsel zu Stadtrivale Hertha BSC stehen könnte. Aber ganz ruhig. Es wird wohl nicht passieren. Zumindest berichtet Sport1 oder zitiert Sport1 ihn jetzt folgendermaßen. Ich habe die Stimmung heute auf der Tribüne an der Alten Försterei mitverfolgt. Ich kann die großartigen Union-Fans beruhigen. Schon allein wegen meiner großen Verbundenheit zu Union werde ich definitiv nicht zu Hertha gehen. Also, das ist mal wirklich Klartext. Ein Wechsel zur Hertha ist damit vom Tisch. Ein Wechsel irgendwo anders hin noch nicht. Aber Stand jetzt ist das eher unwahrscheinlich innerhalb von anderthalb Tagen. Die zweite Runde vom DFB-Pokal wurde gestern ausgelost und da sind ein paar interessante Partien mit dabei. Highlight ist auf jeden Fall ein Klassiker, richtiger Knaller. Borussia Mönchengladbach muss die Bayern empfangen, sozusagen. Dortmund hat es mit Ingolstadt zu tun, Preußen Münster zum Beispiel, die ja nur durch den Wechselfehler von Wolfsburg weitergekommen sind, die müssen gegen die Hertha ran. Und dann gibt es noch ein Spiel, da freuen sich bestimmt alle Fans der beteiligten Mannschaften drauf, denn wir bekommen nicht zweimal, sondern jetzt dreimal in dieser Saison das Duell zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli. Kommen wir zu unseren vier Knipsern der Aktion zusammen mit OneFootballs Partner Betway. Ihr habt jedes Wochenende die Chance auf 100.000 Euro. Ihr müsst einfach nur vier Knipser richtig haben. Es gibt vier Partien jedes Wochenende. Da müsst ihr jeweils den ersten Torschützen vorhersagen und dann habt ihr eine Chance. Nico, Niklas und ich, wir versuchen das auch, wie am vergangenen Wochenende. Und ich meine, wir können ja mal drauf gucken. Das war nichts. Das war so gar nichts. Wir haben nicht einen einzigen richtig. Liegt vielleicht auch unter anderem daran, dass ich einen verletzten Spieler vom 1. FC Köln als Knipser getippt habe. Naja, nächstes Wochenende gibt es eine neue Chance, auch für euch. Klickt einfach mal für alle Informationen unten auf den Link in der Videobeschreibung. Das war's für heute von den Daily News. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.